Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Ich weiß, ganz ungewohnter Ort für mich, ein Video zu beginnen, aber ich bin gerade auf dem Weg zu einem ganz besonderen Ort und ihr könnt sehen, ich habe hier eine Kiste voll mit Make-up. Im Moment ist ja so ein bisschen Trend, dass jemand anderes das Make-up von Beauty-YouTubern aussucht und ich dachte mir, wir bringen es mal auf ein komplett anderes Level. Ich bin extrem aufgeregt und wenn ihr wissen wollt, wer mein Make-up oder was mein Make-up heute aussucht, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Okay, Freunde, ich bin jetzt gerade wieder nach Hause gekommen. Oh mein Gott. Okay, vielleicht ganz kurz vorneweg. Ich habe die Dame bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene angefragt, ob sie Lust haben, mit mir so ein bisschen dieses Video zu machen. Und die Dame, die ich dort gefunden hatte, hat auch eingewilligt und es war für sie auch in Ordnung, dass ich filme. Sie wollte halt nur nicht mit im Video sein, was ich völlig verstehe. Ich bin mal gespannt, wie ich das dann schneide. Aber ich hatte hier eine komplette Kiste voll mit Make-up, so mit meinen Lieblingsprodukten, die ich eigentlich ganz gerne mag. Und wollte aber von jemand anderen wissen, was ich benutzen soll. Und ja, das habe ich dann jetzt mit der Wahrsagerin gemacht. Und ich war so aufgeregt. Oh mein Gott, ich bin immer noch so ein bisschen schock. Aber sie hat alles ausgependelt, was ich ihr mitgegeben hatte. Und okay. Ich hatte ihnen ja schon so ein bisschen am Telefon erzählt, was ich heute irgendwie vorhabe. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, sage ich mal, dass ich nicht weiß, welche die besten Produkte sind. Ich habe jetzt jeweils von jedem Schritt in meiner Make-up-Routine zwei Produkte mitgenommen, die ich eigentlich ganz gerne mag. Ich würde aber gerne von Ihnen oder von irgendeiner anderen Sphäre oder so einfach nochmal hören, was das beste Produkt ist. Was ich jetzt nicht weiß, ich kenne mich mit dieser esoterischen Seite gar nicht aus. Wozu pendelt man eigentlich? Ja, um einfach eine wichtige Entscheidung, die ansteht, treffen zu können und ja, dass man sich dann wirklich hundertprozentig sicher ist, dass es auch so passt. Wird jetzt vielleicht einfach das erste Produkt rausholen, jeweils zwei und sie schauen mal, was da passiert. Ich habe jetzt hier einmal zwei Primer und ich überlasse Ihnen jetzt komplett alles. Okay, gut, ich habe jetzt hier das Pendel in die Hand genommen. Am besten am Finger und es sollte ganz ruhig sein. Wir schauen jetzt erstmal, worum geht es hier eigentlich und was genau wollen wir wissen. Genau, die Frage stellen wir uns präzise und daraufhin wird dann entsprechend das Pendel antworten. Gerade nach oben bedeutet ja, die Seite nein und im Kreis vielleicht. Du hast dir Gedanken gemacht, du weißt, welche Frage du stellen willst, du gibst mir ein Go und dann würde ich starten. Mhm. Welchen Primer soll ich benutzen? Hier zeigt es dir schon mal an, vielleicht, das ist noch unklar. Ist das ein Ja vielleicht? Ja. Okay, ich habe hier jetzt den Estee Lauder Double Wear Primer. Ich habe den lange nicht mehr benutzt, weil der ist sehr teuer und irgendwie fand ich jetzt so, als es so heiß war, das irgendwie ein bisschen unnötig, einen Illuminating Primer zu benutzen, weil man ja eh sofort ein bisschen, ja, ölig wird. Aber den lassen wir ganz kurz einziehen und dann hatte ich sie, und normalerweise mache ich ja meine Augenbrauen zuerst, jetzt lassen wir den Primer kurz einziehen, aber ich zeige euch, wofür sie sich bei den Augenbrauen entschieden hat. Hast du deine Frage gestellt? Mhm. Ja. Eindeutig, ne? Okay. Und das war die Rival de Luxe Chocolate Lovers Limited Edition. Die habe ich auch lange nicht mehr benutzt, weil es sie nicht mehr gibt. In der Version, es gibt sie jetzt neu von Rival de Luxe Young, glaube ich, kostet so 2,99 €. Und damit mache ich mir meine Augenbrauen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von Augenbrauenpomade. Die ist halt schon extrem festgetrocknet und auch ein bisschen dunkel, finde ich, im Moment für mich. Und ihr könnt sehen, wie extrem, ich glänze. Meine Haut ist im Moment einfach so schrecklich und ich weiß nicht warum. Ob ich irgendwas Falsches gegessen habe oder so. Normalerweise habe ich nicht so schlechte Haut. Ihr könnt wirklich jede Pore im Moment sehen. Und das dann noch mit dem Illuminating Primer. Puh. Dann würde ich eigentlich Foundation machen, aber ich schneide meine Augenbrauen immer aus und ich zeige euch, für welchen Concealer sie sich entschieden hat. Dann habe ich zwei Concealer. So, ich beginne jetzt mal hier mit der Seite. Okay,
Das ist schon wieder eindeutig. Hier war es eigentlich ganz eindeutig, dass der Make-up Revolution Concealer gewonnen hat. Normalerweise schneide ich meine Augenbrauen mit dem Tarte Shape Tape aus, weil der eigentlich schön hell ist. Der ist halt recht dunkel und kommt meiner Hautfarbe sehr nah. Deswegen nehmen wir den jetzt einfach. Und ich nehme da einfach so einen flachen synthetischen Pinsel für und schneide damit meine Augenbrauen. Ich gehe dann auch hier vorne immer schon so ein bisschen rein, um meine lila Stellen so ein bisschen zu kaschieren. Und dann zeige ich euch mal, wofür sie sich bei der Foundation entschieden hat. Und auch hier würde ich gerne wissen, welche ich benutzen darf. Okay, dann legen wir mal los. Befragen wir das Pendel. Was heißt das? Hierfür hat sich die Frage schon beantwortet mit einem klaren Ja. Brauchen wir, glaube ich, die andere. Siehst du, wie es ausschlägt? Krass. Also können wir eindeutig diese Variante krass nutzen. Hier bin ich jetzt ein bisschen gespannt, weil ich habe die Beauty Blender Foundation noch nie mit dem Estee Lauder Double Wear Primer probiert, weil beide halt sehr dewy sind und ich ja nicht extrem glänzend aussehen möchte. Ich gebe mir einfach ein bisschen was auf meinen Ebelin-Schwamm und arbeite das schön in die Haut ein. Und damit sehe ich jetzt auch wieder ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, wie es jetzt zum Vorschein kommt mit dem neuen Hintergrund. Ich muss mal gucken, ob die Farben dann alle so richtig zum Vorschein kommen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich dachte, wir bringen das Ganze mal so ein bisschen aufs nächste Level hier mit Hintergründen und so. Mal so ein bisschen an den Nacken und Hals. Schön einarbeiten. Ihr könnt halt sehen, wie dewy die Foundation ist im Moment. Vor allem mit dem Primer da drunter. Ich weiß auch nicht, wie lange das halten soll. Den Concealer hatte ich euch ja schon gezeigt. Sie hat sich für den Make-up Revolution Concealer entschieden. Ist mein absoluter Lieblingsconcealer. Ich habe auch gestern die Foundation dazu bekommen. Die werde ich euch abdrehen, aber die wird wahrscheinlich erst am Mittwoch online kommen, weil ich noch ein paar wichtigere Produkte habe, die ich euch vorher zeigen möchte. Der Concealer funktioniert wunderbar mit der Beauty Blender Foundation. In Kombination mit dem Primer weiß ich es, wie gesagt, noch nicht. Gebt mir das immer hier so ein bisschen hin. Das braucht ihr nicht machen, wenn ihr keinen Bart habt. Ich finde, das macht aber das Gesicht immer noch so ein bisschen kantiger. Und hier lasse ich ihn immer so ein bisschen antrocknen. Einfach, weil ich dadurch so ein bisschen mehr Deckkraft bekomme. Und ich erkläre euch schon mal so ein bisschen, warum ich ihr noch gar kein Puder zur Auswahl gegeben habe. Ihr wisst, ich bake jeden Tag mein Make-up. Aber ich benutze dazu immer mein Cody Aspen Puder. Ich habe auch ein anderes da, aber ich mag es nicht. Also ich weiß, dass es bei meiner Haut gar nicht funktioniert, deswegen habe ich das auch gar nicht erst mitgenommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das Baking selbst entschieden habe und nicht das Pendel das auswählen lassen habe. Aber wenn es an Baking kommt, mache ich keine, wirklich keine Kompromisse. So sehe ich endlich wieder ein bisschen lebhafter aus. Ich gebe mir hier noch so ein bisschen hin, wo ich ein bisschen mehr Coverage brauche. Und gehe dann in mein Cody Aspen Puder rein. Das ist jetzt diesmal das Translucent Puder, sonst hatte ich immer das Naturally Neutral. Ich merke, wie gesagt, keinen Unterschied da. Ich gehe einfach mit meinem feuchten Ebelin-Schwamm rein und presse da wirklich extrem viel Produkt drauf. Ich bake immer sehr, sehr stark und probiere dann, wenn ich das erste Mal gesettet habe, meinen Ebelin-Schwamm zu nehmen und gehe dann entgegen der Crease nochmal, dass ich wirklich die Creases alle mit wegnehme. Ich sette damit gleich so ein bisschen mein Concealer am Auge, weil wir auch gleich was auf die Augen machen werden. Und hier so ein bisschen die Kontur. Und den Rest, den ich hier drauf habe, den verteile ich dann so ein bisschen überall im Gesicht, einfach um die ganze Foundation zu setten. Und gehe dann auch hier lang so ein bisschen, damit ich gleich mit meinem Contour-Produkt gut arbeiten kann und es nicht fleckig wird. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man eine feuchte Base hat und dann mit dem Puderprodukt drüber geht. Dann greift das Produkt ganz komisch auf die Foundation und dadurch wird es ein bisschen fleckig. Gut, ich zeige euch einfach mal, was sie zum Contour-Produkt gesagt hat. Und die Gels auch? Die Schwingung, siehst du die Schwingung? Das ist bestimmt, weil ein Geheimnis dahinter steckt. Deswegen würde ich einfach sagen, Sesam, öffne dich. Göttliche Farben, absolut göttliche Farben.
Ja, schön warm und glitzernd. Eindeutig. Sesam, öffne dich. Tarte ist Pro Glow Palette. Ich liebe das Produkt, das funktioniert eigentlich immer. Und ich nehme immer diesen Konturton dazu. Das ist die Sculpt-Farbe. Ich klopfe ein bisschen ab und gehe dann erstmal ganz leicht mit drauf. Und gehe dann immer noch mal so ein bisschen extra rein und ziehe das hier vor, um hier wirklich einen richtigen Schatten drin zu haben. Den Rest gebe ich mir hier so ein bisschen auf die Nase. Und falls ihr mich schon ein bisschen kennt, wisst ihr, dass ich, während das Baken noch drauf ist, auch schon Blush auftrage, einfach, dass die Übergänge ein bisschen weicher werden. Und als sie da gependelt hat, ich... ich musste mich so zusammenreißen. Ich zeige euch ganz kurz, was sie gesagt hat. Und ich denke mir mal, was jetzt richtig gut kommt, wenn du einfach mal die Verpackung öffnest. Ui. Weil es darf ja auch mit die Sinne sozusagen beleben. Und wie ich das jetzt hier so, es sind wahnsinnige Düfte, die ich hier wahrnehme und was auch die Sinne belebt. Und ja, eine Magie liegt in der Luft. Absolut. Und du siehst das, wie es ausschlägt? Als sie das gesagt hat, dass es irgendwas riecht, dachte ich mir so, Girl, die Palette riecht nach Kürbis. Natürlich riechst du irgendwas. Die habe ich euch neulich schon gezeigt in dem Video. Ich verlinke euch das hier oben in der Ecke. Die ist sehr gut. Ich benutze immer die drei Farben hier. Klopft das an. Ich nehme irgendwelche göttlichen Gerüche auf. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, falls sich jemand von euch mit so Esoterik auskennt. Ich kenne mich halt damit gar nicht aus. Und ich finde das irgendwie cool. Deswegen habe ich dieses Video ja auch gemacht. Aber irgendwie, ich kann da nicht so... mich da nicht so reinfühlen, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, so sieht das Ganze süß aus. Ich sehe wieder ein bisschen belebter aus. Und ich nehme einfach mit so einem großen, fluffigen Pinsel das Bake einmal weg. Komme auch zum Highlighter. Und auch jetzt zeige ich euch, was das Pendel gesagt hatte. Hier schwankt es. Okay, eindeutig. Das. Siehst du? Mhm. Das Pendel hat sich auch für ein Produkt von Tarte entschieden. Das ist dieser Highlighter hier. Spellbound Glow heißt der. Das ist so ein bisschen ja, regenbogenartig. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Blau, unten rosa, gold und weiß. Er ist ganz schön hell für mich. Deswegen gehe ich so ein bisschen in dieses Gold hier rein. Klopft das gut ab. Aber der ist krass, der Highlighter. Boom. Da muss ich nicht viel zu sagen, oder? Danke, Pendel, dafür. Ich war so aufgeregt, Freunde. Ich war wirklich so unglaublich aufgeregt von diesem Video. Weil, ich meine, wie oft sucht man sich irgendjemand Wildfremden im Internet raus, geht zu dem oder derjenigen nach Hause mit einem Sack voll Make-up und lässt sein Make-up auspendeln. So. Maximal. Bitte nicht nachmachen, Freunde. Damit ich so ein bisschen Wärme wieder in mein Gesicht kriege, zeige ich euch auch mal, was das Pendel beim Bronzer gesagt hat. So, liebes Pendel, zeig mir, welches es sein darf. Oh. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ein Zeichen, so. Hol es mal wieder raus aus der Verankerung. Und hierfür hat sich das Pendel für einen von Love entschieden. Das ist der Love Sun HD Matte Bronzer. Habe ich ewig nicht mehr benutzt, mochte ich aber eigentlich ganz gerne. Und den gebe ich mir so ein bisschen hier. Meine Stirn. Und wärme damit so ein bisschen mein Gesicht und meinen Hals. So sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus bis jetzt. Pendel sehr, sehr gut. Kommen wir zu den Augen. Das finde ich jetzt überraschend. Oder? Wir warten ab. Sind beide, oder? Gut, dann nehme ich einfach beide. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass das Pendel sich für beide Paletten entschieden hat. Einmal die Jaclyn Hill The Vault Collection Ring the Alarm und eine neue von Makeup Revolution. Das ist die I Love Revolution Nudes. Das ist so ein bisschen an die Chocolate Paletten von, ich glaube, Too Faced angepasst. Ich würde als erstes... Es ist jetzt schwierig mit zwei Paletten hier. Oh, Pendel. Ich gehe als erstes in die Farbe Rush in der Jaclyn Hill Palette.
und gebe mir das in die Crease. Es passt perfekt zu meinem Hintergrund heute. Intensiviere das Ganze so ein bisschen mit Bare It All. Das ist aus der Chocolate Palette. Gebe mir das ein Stück weiter runter und gehe so ein bisschen in die Holo-Richtung. Dann nehme ich mir so einen synthetischen, abgeflachten Pinsel und gebe mir die Farbe Framed hier außen hin. Ziehe sie dann so ein bisschen weiter nach vorne und gebe mir das auch hier vorne hin. Binde dann so ein bisschen die beiden Seiten. Da die Übergänge jetzt nicht ganz so gut sind, gehe ich nochmal ein bisschen in die Farbe Mugshot in der Jaclyn Hill Palette und verblende die dunklen mit der hellen Farbe hier oben. Nichts für den Alltag. Und nehme denselben Pinsel von eben, gehe in die andere Palette wieder, hier in die Farbe Bare It All und smoke die schön weit nach unten aus. Und intensiviere das Ganze mit All Natural am äußeren Rand. Und da ich die Schimmerfarben aus der Revolution Palette nicht so gerne mag, gehe ich wieder hier in diese Palette von Jaclyn Hill und gebe mir auf mein Zentrum des Lides die Farbe Lolly mit dem Finger. Damit funktionieren sie am besten. Das hat so ein Rot-Gold-Duochrome. Und dort drauf gehe ich in die Farbe On Camera und intensiviere das Gold so ein bisschen. Unten gehe ich nochmal mit so einem abgeflachten Pinsel in die Farbe Secret, um einfach meine Lashline noch dunkler zu kriegen. Und wechsle wieder die Palette, diesmal in die Revolution Palette. Nehme mir so einen flachen synthetischen Pinsel und nehme die Farbe In the Nude. Das ist so ein Gold und gebe mir das als Browbone Highlight auf. Krass. Die ist gut. Und das ist der fertige Look. Was fehlt noch? Mascara und Lashes. Und ich zeige euch jetzt, wofür sich das Pendel bei der Mascara entschieden hat. Und das war die Roller Lash von Benefit. Ihr wisst, ich stehe auf diese kleinen Größen, weil ich die einfach öfter wegwerfen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Lasst das Ganze kurz trocknen und zeige euch in der Zwischenzeit, welches Lippenprodukt wir nehmen. Wow. Bist du auch so überrascht? Ja. Wow. Ist das? Nee. Also, so wie, ich möchte oder eigentlich auch nicht und keine Ahnung. Ja. Also, Too Faced. Genau. Und es war Too Faced, den mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist die Farbe Nude Beach. Ist halt ein sehr, sehr neutraler Ton. Und dann kommen wir zu den Lashes und ich zeige euch, wofür sie sich entschieden haben und mache sie in der Zwischenzeit drauf. Boah, wow, das schlägt ja sofort aus. Aber wir gucken trotzdem nochmal auf der anderen Seite, wie das so reagiert. Ansonsten, wenn du Glück hast, darfst du links und rechts. Das geht nicht. Schau, weil beide gut sind. Also darf ich mich für eine selber entscheiden? Genau. Das Panel hatte sich für beide Lashes entschieden und ich wollte irgendwie nicht zwei verschiedene Lashes auf mein Auge geben. Deswegen habe ich mich jetzt für die Classy entschieden von Julia Beauty. Und das ist der fertige Look. Ich finde ihn eigentlich okay, abgesehen von den Lippen. Die gefallen mir irgendwie gar nicht dazu. Also ich hätte jetzt entweder nur ein Lipgloss oder was ganz Leichtes. Und ja, ist okay, ne? Also, ich hätte es, glaube ich, nicht so gemacht, weil ich ja mittlerweile weiß, welche Produkte mit welchen Produkten funktionieren. Aber overall sieht die Base gar nicht schlecht aus. Das Augen-Make-up ist auch in Ordnung. Es ist leider nichts Neues für euch, weil die Paletten waren halt so ein paar Warmtones. Und ihr wisst, ich liebe Warmtones. Aber ansonsten finde ich das eigentlich eine ziemlich lustige Aktion. Ich sette das Ganze noch. Ich nehme Urban Decay All-Nighter. Das war's. Freunde, oh mein Gott, was war das für ein Tag, ey, ich fasse es nicht. Ich bin immer noch schock. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal was komplett anderes hier auf meinem Kanal zu sehen. Und wenn ihr darauf Lust habt, dass ich öfter so ein bisschen was Neueres mache, ich habe schon ein paar Ideen, die werden auch definitiv umgesetzt, ein paar, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir gerne Daumen nach oben da. Und wie immer könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, falls ihr neu seid. Und aktiviert die Glocke am besten. Verpasst ihr keins meiner Videos. Ich lade Montag, Mittwoch und Freitag um 19 Uhr hoch. Und auf dieser Seite zeige ich euch meine letzten beiden Videos. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.